Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist uns ganz wichtig und ist auch ein wesentlicher Beitrag für die Patienten. Wir haben hier verschiedene Formen, wie wir diese Zusammenarbeit fördern. Einerseits gibt es natürlich interdisziplinäre Besprechungen. Wir haben ein eigenes EDV-Programm, Dokumentationsprogramm, das in allen Berufsgruppen zur Verfügung steht. Wir haben gemeinsame Aus- und Weiterbildungen. Wir arbeiten auch mit ICF. Wodurch wir eben hier auch die Zusammenarbeit auch mit den Ärzten, mit der Pflege, in der Therapie, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass hier wirklich alle Berufsgruppen an einem gemeinsamen Ziel für den Patienten arbeiten. Einmal pro Woche gibt es die wöchentliche Reha-Teambesprechung, wo wir Patienten besprechen, wo alle Professionen anwesend sind, wie Fachärzte, Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, die Diätologen, Psychologen und Pflege. Wo wir dann auch den Patienten besprechen, Therapieänderungen vornehmen oder auch die Reha-Fähigkeit prüfen. Schönen Nachmittag wünsche ich euch allen, und zwar zu unserer Teambesprechung. Ich wollte euch heute zusammenholen, weil wir ja den Herrn Huber gerade bei uns beim Reha-Aufenthalt haben. Und zwar, der Herr Huber ist ja 55 Jahre, ist ein Briefträger, und die Hauptdiagnose, warum er jetzt bei uns im Haus ist, ist eben die Hüft-Totalendoprothesen-Operation links, die er am 30.09. bekommen hat. Und die Nebendiagnosen, die sind eigentlich auch allen bekannt, das ist eben das Kolon-C, was er 2020 gehabt hat, und eben jetzt aufgrund von der Long-Covid-Situation bei ihm ein Fatigue-Syndrom. Jetzt ist meine Frage, oder warum ich mit euch das besprechen wollte, ich sehe schon einen irrsinnig guten Therapieerfolg, was jetzt die Beweglichkeit betrifft, im Bereich von der Hüft-Totalendoprothese und auch von der Hüftbeweglichkeit im Allgemeinen. Nur das Problem, was jetzt ist, dass die Kraft mir zu wenig zunimmt. Ja, also er hat Probleme, dass er Kraft aufbaut, dass der Muskel besser arbeitet, und auch mit dem Erschöpfungssyndrom. Also er berichtet mir aber selber, dass er immer zusehends erschöpft ist, was immer mehr wird im Laufe des Aufenthaltes, und das ich ja zurückschließe auf das Fatigue-Syndrom. Und jetzt wollte ich euch einfach einmal fragen, weil es habt ihr ja auch schon in der Therapie gehabt, was da eure Erfahrungen mit ihm waren, was mit ihm besprochen habt, was genau da alles ihr schon gemacht habt, dass man sich da einfach einmal absprechen, dass auch jeder von den anderen Bescheid weiß. Wie schaut es denn bei dir jetzt einmal aus, Sabine, in der Ergotherapie? Was hast du mit ihm schon alles gemacht? Also bei mir in der Ergotherapie hat er auch einmal angegeben, dass er sich leichter oder schneller erschöpft fühlt. In der Therapie, aber auch im Alltag, bei ganz alltäglichen Sachen, wie einfach waschen, aufstehen, anziehen, dass er es da einfach immer gespürt, dass er einfach noch nicht so belastungsfähig ist. Da haben wir miteinander bis jetzt einmal das Energiemanagement besprochen. Da ist ihm wichtig, dass er die Aktivitäten, die was er über den Tag verteilt hat, einfach plant und auch die zwischendurch die Pausen einfach gut nutzen kann. Da haben wir einerseits den Reha-Aufenthalt miteinander geplant, also die Tagesanalyse sind wir da miteinander durchgegangen. Wann hat er Therapien, wann hat er Pausen und wie nutzt er die Pausen auch gezielt? Ziel von dem Ganzen ist einfach, dass wir die Belastungsspitzen überhaupt vermeiden, damit es zu der Erschöpfung, die eben danach dann auftritt, wenn er eben über die Belastungsspitze drüber kommt, gar nicht erst aufkommt. Okay, sehr gut. Ja, weil da hat er eh schon, das hat er mir eben eh schon erzählt, dass du gut schon daran gearbeitet habt und dass er eben das auch versucht schon mit dem Tagebuch, dass er das eben umsetzt. Genau. Dann, dass er das, na, sehr gut. Und weil er hat dann auch gesprochen, so eine Art Tagebuch, bei Janina, bei dir, was habt ihr da miteinander schon besprochen? Genau, also ich habe mit ihm das Energietagebuch durchbesprochen. Und das kennt ihr ja eh, das ist ja gerade dazu da, dass er mal ein bisschen eine bessere Einschätzung bekommt, wie viel er machen kann, bis er erschöpft ist, dass er dann auch gezielt Pausen macht und dass er eben für diese neue Situation, in der er jetzt ist, ein besseres Gespür bekommt. Gleichzeitig mache ich mit ihm ein Entspannungstraining, habe ich ihm eingeteilt, damit er einfach gezielt entspannen kann, dass er mehr aus diesen Pausen rausholen kann. Und dann habe ich zu den Einzelgesprächen auch geholt, oder haben wir jetzt noch ein paar Gespräche, weil er einfach einen irrsinnigen Erwartungsdruck an sich selber hat, weil er einfach funktionieren möchte, so wie vorher, und da einfach in einen Schlamassel kommt. Genau. Ja.
Genau, weil das hat er mir eben auch gesagt und er hat auch schon mitgeteilt mir, dass er jetzt das schon die Pausen eben bewusster einsetzt, weil in die ersten zwei, drei Tage, wo er da war, wollte er noch zusätzlich Krafttraining machen und im Fitnessraum gehen und wollte noch Längen schwimmen. Jetzt ist es so, dass er entweder sagt, okay, ich gehe spazieren und wenn ich jetzt da nicht spazieren gehen mag, dann mache ich eine Pause. Und da habe ich mir dann auch gut zugeredet, weil er das eben gesagt hat, dass er das mit dir erarbeitet hat, dass es auch sinnvoll ist im Hinblick auf das Fatigue-Syndrom, dass er da nicht in den Erschöpfungsbereich dann reinkommt. Genau, und was auch noch voll wichtig ist bei ihm, ist, dass er den Fokus auf das legt, was er schon geschafft hat oder was jetzt wieder geht, weil er ganz schnell das sieht, was er nicht mehr kann oder was er vorher kennen hat und was jetzt nicht geht. Und bei ihm ist ganz wichtig, diesen Fokus immer wieder auf die auch klitzekleinen Erfolge zu legen. Und ein bisschen hat er es schon eingesehen, aber da wird er noch Unterstützung brauchen. Genau, das bewusst machen, ja, genau. Und Iris, wie schaut es jetzt bei dir aus? Weil er hat ja mir da eben gesagt, dass er vom Kolonzial her jetzt noch einmal die Probleme hat, weil er eben auch mit Diarrhoe, also Durchfall und so Probleme hat. Habt ihr da schon was in der Management in dem Bereich, beziehungsweise von der Ernährung her, habt ihr da schon was umgestellt oder versucht mit der Küche zu besprechen? Ja, also der Herr Huber war ziemlich am Anfang des Aufenthalts gleich bei mir, also hat mir dann auch der Arzt schon zugewiesen, eben die Hauptproblematik besteht halt in der Diarrhoe, also im Durchfall und das schon bis zu 7 Mal halt am Tag, also es ist halt wirklich belastend für den Patienten. Ja. Er hat halt Angst, also er hat bei mir angegeben, dass er halt auch Angst hat, dass einmal keine Toilette da ist, auch während der Therapien, also das belastet ihn schon wirklich. Ja, wir haben jetzt einmal Maßnahmen besprochen bei uns im Haus. Also ich habe ihm einen geschabten Apfel aufgeschrieben, eine Banane empfohlen, auch einen Schwarztee, dass das einfach einmal ein bisschen stopfend wirkt alles. Ich habe ihm dann auch ein Ballaststoffpulver empfohlen, das Optifiber, das haben wir bei uns im Haus. Das hat er dankend angenommen. Das rührt er sich selbst immer dann in die Suppen ein oder auch in den Apfelmus. Das funktioniert sehr gut. Also da hat er bereits nach 3-4 Tagen eine Besserung wahrnehmen können. Ja, ich weiß nicht, hat er da bei dir auch schon was gesprochen davon, von den Ängsten, dass keine Toilette zu finden? Wohl, das hat er schon angesprochen und ich habe mit ihm dann so ausgemacht, dass er einfach das am Anfang den Therapeuten auch sagt, was das Thema ist und dass er dass er sozusagen einfach schon mal vorbaut und so sich erklären lässt, wo das nächste Klo ist und ja, ob er es schon umgesetzt hat, weiß ich nicht. Da kann ich gleich einhaken, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sabine, aber bei mir hat er es gleich gesagt, in der Einzel dann hat er mir das eben erklärt und hat das versucht, mir zu schildern, eben seine Ängste. Und ich habe gesagt, hey, brauchen Sie da gar nichts antun, Sie sind nicht der Einzige. Und wir haben unmittelbar 10 Meter weiter, ist von meiner Einzeltherapie hier bei der Physio, wir haben auch ein Klo, also wir haben das jetzt so vereinbart, er braucht nicht einmal was sagen, wenn es ist, er geht. Einfach steht auf und geht. Also von dem her, das hat er schon gut umgesetzt. Super. Also das ist schon, da hat er sich schon geäußert dazu, sage ich jetzt einmal. Und jetzt habe ich noch eine Frage, Iris, in Bezug aufs Long-Covid-Syndrom, weil ja das Fatigue-Syndrom, da ist ja von der diätologischen Seite her immer das Problem, dass dann heißt, dass da auch der Eiweißmangel entsteht und das ja wieder zurückführend auf die Muskulatur geht. Jetzt ist meine Frage, was ja mein Part ist, ich will auf der einen Seite die Muskulatur aufbauen, auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich den Eiweißmangel haben. Gibt es da irgendwas, was wir haben auch noch raten können von deiner Seite her oder so? Genau, also er war schon bei mir aufgrund des Themas des Fatigue-Syndroms und einfach der Mangelernährung. Wir haben da besprochen die Eiweißportionen. Die Eiweißportionen habe ich euch da mitgebracht. Das ist einfach ein bisschen so, wie kann man in der Praxis abschätzen, wie viel Eiweiß ist in wie viel Lebensmittel drinnen, sodass man das auch praktisch super umsetzen kann. Das ist auch für dann daheim ganz geschickt, dass man das dann auch daheim wieder an Gewichtszunahme halt erreichen kann, weil er hat mir erzählt, er hat doch 10 Kilogramm abgenommen während, also bis zu 10 Kilo, er war sich nicht sicher, während der Covid-Erkrankung oder nach der Covid-Erkrankung dann auch und halt schon vorher einige Kilo aufgrund des Kolonzeas, also des Karzinoms. Ich habe ihm dann auch bei uns noch Trinknahrungen mitgegeben, das sind so kleine Flaschen, die sind sehr energiereich. Und auch viel Eiweiß drinnen. Da habe ich ihm gesagt, er soll es einmal probieren, einige Geschmacksrichtungen. Wenn ihm die zusagen, kann er sich auch gerne jederzeit weitere Trinknahrungen von mir holen, dass wir einfach auf der Seite ein bisschen unterstützen, dass er ausreichend mit Eiweiß versorgt ist und dass dann auch der Muskelaufbau gut funktionieren kann. Sehr gut.
auch von der Qualität vom Eiweiß her haben wir gesprochen, weil es gibt natürlich verschiedene Qualitäten. Je besser die Qualität vom Eiweiß ist, desto besser kann der Körper das in körpereigenes Muskeleiweiß umbauen. Das ist auch sehr wichtig. Aber wir haben dann noch einen Termin, dass wir das evaluieren, wie es einem da geht und auch noch Tipps und Tricks für dann daheim nur besprechen. Genau, super. Das ist eh super, weil ich gebe ihm ja dann von meiner Seite her auch ein Hausübungsprogramm, wie sie es hier alle macht, auch in Bezug auf Muskelaufbau. Und wenn er aber das von der Eiweißschiene her mitkriegt, dann kann er das dann kombinieren. Das ist sehr gut. Gut so. Dann würde ich sagen, jetzt ist der Herr Huber eine Woche da. Schauen wir einfach, treffen wir sie nächste Woche einfach nochmal, so Mitte vor seinem Aufenthalt, dass wir einfach einmal einen Iststand nochmal erheben, wie es ihm geht, ob die ganzen ineinandergreifenden Therapien dann schon wirken und dass wir einfach dann noch für den restlichen Aufenthalt und auch für zu Hause dann noch eine gute Abstimmung finden von uns alle vier her, dass wir das dann machen können. Okay. Schönen Tag wünsche ich noch. Ebenso. Schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Tschüss.